So, wir machen jetzt hier einen Versuch. Ich habe hier eine Holzscheibe, einen Abschnitt von einem Kantholz quer zur Faser, etwa 5 mm dick von so einem 12 auf 12er oder 11 auf 11er Kantholz. Das lege ich jetzt hier aus Wasser drauf. So, und dann kann man mal gucken, was passiert. So, die untere Seite wird nass und die obere Seite bleibt trocken. So, ein bisschen kann man schon erkennen. So, das Holz hat sich verbogen. Die untere Seite ist nass, die obere trocken. Die Ecken haben sich nach oben gebogen. So, hier ist noch die Versuchsbeschreibung, wenn man was erkennt. So, wir legen eine ca. 5 mm dicke quer zur Faserrichtung von einem Kantholz abgeschnittene Holzscheibe auf die Wasseroberfläche. Dann die Holzscheibe wird an der Unterseite nass und verformt sich. Die Unterseite wird nass, saugt Wasser auf und wird größer. Die Oberseite bleibt trocken und ändert die Maße nicht. Deshalb verbiegt sich die Holzscheibe. Wenn Holz Wasser oder Feuchtigkeit aufnimmt, wird es größer. Das wird Quellen genannt, wenn Holz trocknet, wird es kleiner, das wird Schwinden genannt. Diese Formänderung aufgrund unterschiedlicher Holzfeuchte nennt man das Arbeiten des Holzes oder Holz arbeitet. So, jetzt hat sich's noch mehr verbogen.